Also, das sieht alles sehr lecker und gut gefüllt aus. Na, nicht so hastig. Jedes Fach muss einzeln untersucht werden. Der Honig ist hier drüben, der Pollen ist dort. Und die Früchte sind hier. Die Brombeere liegt am falschen Ort. Gerade noch einmal gut gegangen. Das war knapp vor einem Chaos, Majestät. Aber die Hauptsache ist doch, dass die Brombeere hier im Keller ist. In welchem Fach sie liegt, ist doch eigentlich egal. Nein, im Gegenteil. Alles hat seinen Platz und nur an diesem Platz darf es stehen. Ohne Ordnung gibt es Chaos und Chaos ist das Ende des Bienenstocks. Naja, ich glaube, Sie sind einfach nur eine Pingelbiene. Ich? Überhaupt nicht. Ach, das ist abscheulich. Ach, was denn? Da, da und da sehe ich Schmutz. Putzbiene! Oh, keine Sorge, das stört mich überhaupt nicht. Ich find's hier sauber genug. Nein, 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 was sauber ist und was nicht, bestimme ich. Das kannst du dir sparen. Marsch an die Arbeit. Da! Hm? Wo genau? Na, da! Also, ich sehe nichts. Ach nein, und was ist das hier? Da bist du, Maja. Wieso sitzt du denn auf dem Thron? Halt! Ihre Majestät vertritt Ihre Majestät. Keinen Schritt weiter. Es wird weder gespielt noch gepicknickt. Es gibt auch keinen anderen Schnickschnack, mit dem ihr beide, Verzeihung, Majestät, sonst den Tag verplempert. Ach so, und ich dachte, die Königin darf bestimmt nein, was gemacht nein, wird. Nein, und nochmals nein. Schluss jetzt. Ich finde, Willi hat recht. Ich bin die Königin und ich kann bestimmen, was wir machen. Das ist absolut absurd. Wer sich nicht an die Regeln hält, der muss unverzüglich den Stock verlassen. Und ich finde, wenn hier einer geht, dann sie. Du kannst mir gar nichts befehlen. Oh doch, kann ich, denn ich bin die Königin. Oh, Na los! Wenn die Königin es wünscht, selbstverständlich. Ach du dicker Honig, du bist aber streng. Nein, er hat mich die ganze Zeit herumkommandiert. Also, was wollen wir spielen, Willi? Hinausgeworfen? Ich? Absolut absurd. Ich sollte auf dem Thron sitzen. Ich weiß, wie ein König sich zu benehmen hat. Das bringt mich auf eine Idee. Eine wunderbare Idee. So, wir werden ja sehen.